Vor jeder Wahl wird ja üblicherweise viel versprochen. Umfangreiche bauliche Maßnahmen werden angekündigt, soziale Einrichtungen werden in Aussicht gestellt. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wieder als dringend notwendig befunden und soziale Gerechtigkeit wird gefordert. Nach den Wahlen werden dann emsig Posten verteilt, Budgets erstellt, Prioritäten gesetzt und Ämter neu besetzt. Man kehrt zur Tagesordnung zurück und meistens wird's dann wieder ruhig. Was ist aber mit den Wahlversprechen? Werden diese Versprechen auch gehalten? Am Beispiel der Gemeinde Türnitz haben wir uns angesehen, was von den Versprechen übrig geblieben ist. Und da ja das Archiv bekanntlich die Rache des Journalisten ist, haben wir einen Videomitschnitt mit Wahlversprechen des Türnitzer Bürgermeisters Christian Leeb aus dem Jahr 2010 ausgegraben und überprüft, ob die angekündigten Vorhaben auch umgesetzt worden sind. Bei der Gemeinderatswahl am 14. März stehst du als Spitzenkandidat zur Wahl des Bürgermeisters. Was ist dein Ziel, beziehungsweise was sind deine Ziele, die du mit deinem Team in den nächsten 5 Jahren auch umsetzen möchtest? Türnitz soll die Vorzeigegemeinde in der Region werden. Das ist mein oberstes Ziel. Was ist noch geplant im Bereich der Jugend? Der Schulstandort Volksschule und die Musikschule in Türnitz soll erhalten bleiben. Wir haben ein oberstes oder ein persönliches Ziel ist mir auch, die Hall W Türnitz so schnell wie möglich auszubauen. Tatsächlich konnten die Standorte für die Volks- und Musikschule gesichert werden. Der Standort für die HLW Türnitz mit Schwerpunkt Kulturtourismus konnte hingegen nicht nur gesichert, sondern auch baulich umfangreich erweitert werden. Hier entsteht im Moment eine Infrastruktur, die die HLW Türnitz zu einer modernen und der Zeit entsprechenden Schule werden lässt. Was zählt für dich sonst noch zur Lebensqualität? Die Qualität des Wohnens. Wir werden für alle Bürgerinnen und Bürger in Türnitz leistbare Wohnungen schaffen. Die Vielfalt der Vereine ist ein Synonym für das Leben und für den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. Christian Leeb unterstützt diese Gemeinschaft nicht nur finanziell, er ist auch selbst Mitglied in den meisten Türnitzer Vereinen. Junge Familien tragen diese Gemeinschaft maßgeblich mit und sind wichtig für die Zukunft der Gemeinde. Entsprechenden Wohnraum zu schaffen, ist ein Teil für diese Zukunft. Im Herbst 2014 ist auch dieses Versprechen mit der Eröffnung einer modernen Wohnhausanlage eingelöst worden. Es sind viele tolle Ansagen, die wir heute von dir hören, die du mit deinem Team tatsächlich umsetzen möchtest. Das ist richtig. Aber Gemeinde heißt auch gemeinsam. Und wenn ich an die Landwirte denke, was die für den Ort leisten und das oft unter schwierigen Bedingungen, oder ich denke an die Gewerbetreibenden, was die für den Ort leisten, das ist unsere Motivation und das ist unsere Zukunft. Was kannst du den Landwirten und den Gewerbebetrieben zusichern? Bestehende Förderungen und Subventionen müssen aufrechterhalten werden und dafür mache ich mich stark. Sich stark zu machen für Gewerbe und Landwirtschaft heißt für Christian Leeb, Gewerbegründe zu erschließen und Subventionen abzuholen. So wurde in den letzten 5 Jahren sukzessive an der Erweiterung der Wirtschaftsräume gearbeitet, um die notwendigen Förderungen zu erhalten. Noch ein Thema, das ich ansprechen möchte, ist der Fremdenverkehr. Was ist hier geplant für Türnitz? Touristisch wird sich Türnitz neu positionieren. Es gibt bereits ein bestehendes Konzept, wie zum Beispiel die Sanierung der Falkenschlucht, den bereits angesprochenen Radweg vom Freiland nach Türnitz, der kommt. Musik
Die Sanierung des Naturdenkmals Falkenschlucht wurde bereits abgeschlossen und der angekündigte Türnitzer Radweg wurde nicht nur umgesetzt, sondern erhielt noch dazu im März 2014 in Portugal den höchsten Preis für die Nachnutzung ehemaliger Bahnstrecken, den die Europäische Union zu vergeben hat. Bürgermeister Leb empfing diese Auszeichnung persönlich und sorgte damit für ein europaweites Interesse an Türnitz. Was dürfen wir uns unter betreutes Wohnen vorstellen? Künftig werden die Leute immer älter und Alleinstehende haben auch Bedürfnisse wie ärztliche Versorgung, Essen auf Rädern oder einfach Besorgungen des täglichen Lebens. Und dafür steht dieses Konzept des betreuten Wohnens, das wir gemeinsam umsetzen werden. Der Neubau der betreuten Wohnhausanlage konnte mittlerweile abgeschlossen werden und der Aus- und Neubau des Landespflegeheims Türnitz wird in Kürze beginnen. Somit hat Bürgermeister Christian Leb alle Wahlversprechen der Gemeinderatswahl 2010 umgesetzt und gehalten. Und noch etwas ist uns bei unseren Recherchen zu den Wahlversprechen aufgefallen. Neben vielen kleinen Dingen sind es auch große Projekte, die zwar nicht versprochen, aber trotzdem umgesetzt worden sind. Die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage in der Zeilinger Straße wurde erweitert. Die Entlastung des Ortsnetzes durch den Mischwasserkanal Türnitz wurde vorgenommen. Neue Geräte für den Bauhof, ein Traktor und ein Kleinlaster wurden angekauft. Ebenso ein neues Feuerwehrfahrzeug. E-Bikes wurden angeschafft. Die Gemeinde- und Schulgartengestaltung wurde mittels der Aktion Natur im Garten umgesetzt. Und im Naturschwimmbad wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Aufgrund dieses Projekts wurde die Gemeinde Türnitz von Landesrätin Bohuslav als Energiegemeinde ausgezeichnet. Auch nicht versprochen und dennoch durchgeführt wurde die Sanierung der Öltanks aus dem Zweiten Weltkrieg, die ausgepumpt wurden, um der Gefahr einer Grundwasserverunreinigung vorzubeugen. Die Brücke am Auhof wurde im Zuge des umfassenden Hochwasserschutzprojekts neu gebaut und steht momentan kurz vor der Fertigstellung. Neben der Wiedereinführung der Jungbürgerfeier im Jahr 2013 wurde der Via Sacra Weg nach Annaberg verlegt und attraktiver gemacht. Auch die an der Via Sacra gelegenen Kapellen wurden restauriert und zugänglich gemacht. Das alles und noch vieles mehr hat Bürgermeister Christian Leb möglich gemacht, um den Gästen einen Grund zu geben, die Gemeinde wieder zu besuchen und den Türnitzern das Gefühl zu geben, in einer lebenswerten Gemeinde zu wohnen. Die vielen Preise, die der Gemeinde Türnitz in dieser Zeit verliehen worden sind, sprechen für sich und verweisen auf ein vorausschauendes und nachhaltiges Handeln von Christian Leb. Die Auszeichnung für eine Jugendpartnergemeinde, die Auszeichnungen für die Schulgartengemeinde und Natur im Gartengemeinde, die europäische Auszeichnung im Altkleidersammeln von Humana, die vereinsfreundlichste Gemeinde im Bezirk und schließlich die Auszeichnung für die coolsten Ferienspiele im November 2014. Türnitz, eine Gemeinde, wie sie sein soll, mit einem Bürgermeister, der seine Versprechen auch hält. Christian Leb, ein Bürgermeister für alle.